herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Transportfieber 3 Flussland. Wir müssten die eine oder andere Sache machen. Zum einen müssen wir was in Horbuch machen. Ich bin schon fast am Überlegen, wir machen das schon vorher. Das wäre, glaube ich, geeigneter. Sprich, wir gehen aber kurz auf die Straße. Packen hier irgendwo ein Straßendepot, also ein Tramdepot hin, weil ich mir gerade unsicher bin, ob ich das nicht vielleicht sogar tatsächlich brauche. Weil es gibt ja so die ein oder andere Tram. Und ich weiß halt nicht, ob. Wir machen einfach mal zwei. Ob diese halt mit zu den Straßenfahrzeugen dazugehören. Deswegen holen wir uns die einfach mal dazu. Heißt, wir haben sie zumindest schon mal im Depot und können dann später dann halt das anpassen. Das war zumindest schon mal der wichtige Part. Okay, wir sollten hier vielleicht. Das ist nur so eine normale, so eine alte, naja, das ist noch die alte. Jetzt sollten wir hier vielleicht. Wobei, das wird sich sowieso dann demnächst eh einpendeln, von daher ist es egal. Oder wie alt ist denn die Details? 96% erst mittlerweile. Machen wir nochmal einfach hier vorne ein Doppelsignal hin. Zumindest schon mal ein Stückchen weiter. Zwar nicht sonderlich viel, aber schon mal ein bisschen. So, wir wollten zwei Sachen upgraden. Zum einen ist es dieser Bahnhof hier. Ich pausiere sich jetzt selber mal, weil wir wissen ja nicht, was gleich passiert. So, Gleise 3. Zwei Gebäude werden entfernt. Das kostet erst nochmal 600.000. Insgesamt. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Das können wir sogar prinzipiell sogar fast lassen. Und bauen dann hier das Gleis für die Museumslinie. Schneisen uns hier so durch. Das ist halt die Frage, wie verfahren wir hier? Sagen wir verfahren hier so, dass wir einfach. Nochmal zurück. Dass wir. Ich würde schon was sagen, hier einfach rüber gehen, aber scheinbar wird das nicht. Mag das Game nicht. Hervorragend. Dann kreuzen wir nämlich einfach hier. Was auch immer das da gerade wird. Ah, das kriegen wir schon hin, keine Angst. Ups.
kann man doch bestimmt noch rüber. Boah, nicht. Boah, das ist tatsächlich zu steil. Scheint tatsächlich zu steil zu sein. Ja, kommen wir vielleicht von hier irgendwie mit dem Tunnel dadurch. Wird zwar ein bisschen teuer, aber. Vielleicht sollten wir schon mal hier vorne irgendwie in eine Art Tunnel reingehen. Wobei. Ne, ich glaube, wir müssen das anders machen. Ich glaube, wir müssen die Strecken hier vorne schon näher ranbringen und dann von dort aus uns lang hängeln. Genau. Wahrscheinlich idealerweise, dass wir so gesehen mehr oder weniger bis hier bauen und dann hier auch diesen Teil abreißen und dann gleich wieder ranfügen. Dasselbe tun wir auch hier. Rüber. Und jetzt mussten wir dann nochmal hier upgraden. Oh, vielleicht lassen wir den auch mal eben rausfahren. So ein Doppelding wäre vielleicht auch sinnvoll. Auch gleich können wir das immer upgraden. Das kostet uns hier zum Glück uns nichts. Postbus verfügbar. Jawohl. Dann müssten wir hier sowieso dann nochmal. Die Anbindung ändern und dann müssen wir gleich. Gott. Ups. Das nach dort. Das nach dort. Huch, und das dann hier dran. Da können wir hier hin. Okay, das passt ja das, was. Dann bleiben wir bei dem dort. Und gehen dann hier vorne halt darüber rein. Weil das vielleicht später noch mergen möchte, dann nehme ich erst hier. Dann noch hier ein Signal hin. Das passt, die Museumslinie kommt dann hier drüben hin. Ich brauche eigentlich auch keine Signale. Weil die Museumslinie, die wird sich halt immer weiter nach dort verschieben. Warp wird, nee, Warp wird dort bleiben. Ja, werden wir sehen, werden wir sehen. So, dann haben wir hier noch das Problem, wir müssen das noch wieder mergen. Müssen dann auch von hier rüberkommen können. So, dasselbe Spiel hier auch. Und dann nochmal hier.
Alter Witzke. Da haben wir das. Hoch auf zweigleisig, dann Linien bearbeiten. Altenkonstadt Hoherbruch. Zug 1. Wir machen erstmal die Museumslinie, würde ich sagen. Neue Linie. Von hier nach dort. Das ist die Museumslinie. Und die soll Rohrbruch auf 3. Und endet in Altenkunststadt auf 1. So, dann müsste sie jetzt nur hier unten lang laufen. Perfekt. Wir bräuchten aber auf alle Fälle hier ein Signal. Hier vielleicht noch dort. Und hier. Super, das haben wir dann auch schon mal. Ist jetzt die Frage, kommen wir aktuell hier rüber? Das ist Zug 2. Zug 1 sollte da auf die Linie kommen, ne? Ja. Heißt, wir weisen diesem Zug Linie zuweisen, Museumslinie. Dann passen wir jetzt die Altenkunststadt Hoherbruch-Linie an. Das ist schon mal richtig. Wir müssen in Altenkunststadt. Ne, in Hoherbruch sind wir. Hoherbruch, Wegpunkt über Hoherbruch. Hier möchten wir dann in Altenkunststadt auf 3 ankommen. Und da passt das dann auch schon wieder. Wunderbar. Heißt, wir haben uns auf der Altenkunststadt Hoherbruchlinie nur einen Zug. Wir können das Ganze jetzt, Moment, da kommen wir hier an, da kommen wir dort an. Da hätten wir es auch so perfekt. Dann können wir es wieder weiterlaufen lassen. Dann kaufen wir uns eine. Kaufen wir uns eine PLM. Altenkunststadt ist natürlich eine Frequenz von unbekannt aktuell. Das auch. Wir machen, fangen wir der P. Machen wir PLM 200. So, Abteilwagen 1, 2, 3, 4, 5. Linie zuweisen, Altenkunststadt Hoherbruch. Warte euch mal auf dem freien Weg. Eine Frequentierung von 5 Minuten. Wir machen aktuell. Wie alt ist denn der? 184%. Okay, das heißt, er wird bald ersetzt werden dann. Fahrzeugersatz. PLM 200. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. Und auf 1.
Allerdings bei 200%. Zack. Dann wollen wir mal schauen. Das hat jetzt eine Frequenz von 5 Minuten 23. Das läuft jetzt alles schon wieder ein bisschen flotter. Einmal kurzzeitig ein Elefantenrennen von der Museumslinie und dem anderen. Mich würde ja interessieren, der kommt hier hoch so mit 14. Wie das mit der PLM ist. Mit der PLM 200. Die ist ja ein bisschen stärker. Aber vielleicht sollten wir noch einen weiteren Zug auf die Strecke bringen. Ich hör mal gerade auf. Das wollten wir eigentlich machen. 285, zack, Abfahrt. Museumslinie. Wollen wir mit der Museumslinie fahren? Es wollen tatsächlich Leute mit der Museumslinie fahren. Das ist ja echt der Wahnsinn. Nur runter auf 57, Alter. Das ist geil, das ist übel, das ist heftig. Das ist heftig nice. So, das heißt, wir kümmern uns jetzt hier. Um diese Linie noch, um die Horbuchlinie. Wobei wir statten diese hier aus mit Trams. Und machen einfach eine neue Linie für die anderen Gebiete dort. Machen wir einfach mit einfacher Geschwindigkeit. So. Upgrade. Das muss geupgradet werden. Das. Die hier. Der Abschnitt. Sollte alles gewesen sein. Dann müssen wir noch diesen Part verbinden. Dann sollte es das zumindest schon mal gewesen sein. Obwohl, Linie 1. Allerdings, wenn es richtig, also eigentlich reicht der Einzug pro Linie. What? Wo war denn das jetzt? Kann man hier auf der alle verfügbaren Schadenzeuge verkehren? Reicht ja eigentlich nur eins. Das heißt, wir können
den prinzipiell zurückschicken. Den zurückschicken. So, was wir immer die Doppelten so hinzuschicken. Dass wir halt immer nur eine Sache von denen haben. Aber das wird ja mit, im Laufe der Zeit wird das ja sowieso na, was haben wir denn jetzt hier gerade in Horbruch? 25 Sekunden Wartezeit, das ist halt schon heftig. Und da würde ich sagen, wir lassen es einfach bei einem einzigen. Das ist ja nur die Museumslinie, da reicht ja ein Exemplar von jedem. Von den Tramps nehmen wir halt zwei. Wir beschleunigen. 1,38 Millionen, geil. Heißt, wir haben jetzt hier eine Wartezeit von immer noch nur noch 43, immer noch 43. Immer noch im Sekundenbereich. Da haben wir ja schon wieder was weniger. Jetzt muss ich mal fix gucken. Wann ist denn? Andere Depot. Das andere Depot ist ein alten Kundenstand, ne? Oh, Scheiße. Scheiße, Butter gekauft. Kaufen. Linie zuweisen. Horbruch Linie 1. Wunderbar, alten Kunststadt. Können wir jetzt hier nämlich dann auch, wenn wir schon mal hierbei sind, machen wir es bei 100% oder bei 200? Lass es einfach mal bei 200%, nehmen dann den Postbus. Das sind 53 Sekunden. Kens Küstro, selbes Prinzip, 200%. Postbus, Batz. Und in Niederhilbersheim, Linie 1, dasselbe Verfahren. 200%, Postbus, ET. Die anderen waren alle, das war Rohstoffe, genau, okay. Dann könnten wir jetzt hier in Horbach, hier ist so die Endstation, was das betrifft, dann geht das hierhin, dorthin, dorthin. Dorthin, 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 hierhin und Ende dort. Neue Linie. Horbruch. Horbruch? Ne, wie hieß denn das mal? Horbruch, doch. L2. Hier, noch dort, noch dort, noch dort, noch dort. Können wir hier halten? Verdammt, falsche Seite. Und dann endet es dort. Fahrzeugersatz. Wäre bei 200% und
Nein, geht noch nicht. Huch. Kaufen wir zwei Busse. Wollen wir mal drei, ach, fünf. Dinge zuweisen. Hoher Bruch L2. Automatischer Ersatz. Auf ein. Zack. Joa. Haben wir das auch? Haben wir jetzt eigentlich auf der. Da haben wir jetzt beides mal die PM. Das dauert jetzt 3 Minuten nur noch. Boah, war noch gar nicht einen weiteren Zug. Das ist ja auch schon wieder eine krasse Sache. Wie viele warten denn hier? 56. Da kommen jetzt beide Züge hin. Küstro. Fahrzeuge. Wir werden noch länger hier unterwegs sein, die D1-3. Haben wir jetzt eigentlich fast alle mitgenommen, oder nicht? Okay, 13 warten da jetzt nur noch. Ja gut, ich würde mal sagen, das heißt jetzt auch wieder, dass wir das Ganze wieder mal schön laufen lassen, ein bisschen, bis wir, oh, wobei. Ja, wobei, also was heißt wobei, also bis wir halt wieder mal mehr Geld haben. Die Frage ist, wo gehen wir hin? Packen wir es ans bestehende Schienennetz? Schließen wir schon was ans bestehende Schienennetz an? Oder schauen wir, wo es flach ist, sodass wir erstmal hier Wallen mit Steinwänden verbinden? Das ist ja noch eine relativ kurze Strecke. Dass wir danach von Steinwänden rüber auf die andere Seite gehen. Nach Siegrün. Und von Steinwänden aus oder von hier aus. Oder von beiden Seiten aus. Hier könnten wir so ein Dreieck machen nach Mittelbrunn. Ich wollte ja schon was sagen, wir machen hier so ein Kreuz von Wallen und so weiter nach Mittelbrunn. Bahnhof kommt dann irgendwo hier in die Gegend hin und dann machen wir direkt auf zweigleisig. Eine Linie nach dort, eine nach dort, also gesehen beides nach zwei, alle Bahnhöfe sind zweigleisig schon mal. So, dass wir uns dann hier so ein kleines Kreuz machen. Und dass wir uns dann später einbinden können. Ich glaube, das machen wir, glaube ich. Also, wir kümmern uns dann nächste Woche. Das war der nächste Woche, nächstes Video um ein Kreuz. Lassen das aber weiterlaufen, so bis ungefähr 1900. Wir brauchen ja Geld, ne? Das ist halt, obwohl wir brauchen so viel. Wir brauchen viel für die Züge, das ist das Ding. Denke ich, das einfach mal laufen, bis wir so bei 5, 6 Millionen sind. Und sagen wir mal 6 Millionen, sicher. Kostet ja schon 2 Millionen so das ganze Prozedere. Boah, sagen wir mal, ich lasse laufen, bis wir bei 8 Millionen sind oder sowas im Dreh. Die Linien, die Niederhilbesheim ist gerade nicht so pralle, aber die anderen bringen zumindest Geld ein. Das bringt auch Geld ein, alles halb so wild. Horbruch L1. Museumslinie. Wunderbar, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch dann im. Ah, Moment, speichern. Ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video wieder. Ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.